Von Algorithmen über Deep Learning bis hin zur künstlichen Intelligenz. Die Investmentwelt befindet sich in einem Umbruch und die Fähigkeiten der Vermögensverwalter und Fondsmanager werden durch Maschinen erweitert. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit Christoph Gumm von Private Alpha Switzerland. Christoph, Fortnite ist das größte Phänomen aktuell in der Gaming-Welt. Über 125 Millionen Spieler mittlerweile. Ein sehr simples Spiel, kostenlos, sehr einfach zu spielen. Wäre es denkbar, dass Fortnite auch als eine Art Blaupause, als eine Art Beispiel dienen könnte für die Geldanlage der Zukunft? Gamification? Ja, es ist eine spannende Frage. Ich kenne das Spiel, ich habe es mit meinem Neffen gespielt. Ist spannend, es fesselt, es hat eine Art Viralität, es hat den Community- und den Crowd-Gedanken und das nutzen natürlich die Konzerne im Hintergrund exzellent. Die Spieler sind schon vernetzt, das sind wahrscheinlich die Gamer, sind wahrscheinlich die, wo ganz früh schon in den 2001er, 2er Jahren das genutzt haben und jetzt sind sie natürlich total vernetzt und wenn so ein Spiel dann einschlägt, dann geht das natürlich um die Welt und sowas wäre natürlich super, wenn es auch für die Geldanlage möglich wäre, wo ich immer ein bisschen einen Hintergedanken habe, die Geldanlage ist halt was sehr Emotionales und es gibt wahrscheinlich nur ein Thema, was noch emotionaler ist, das ist die Liebe, aber... Ich bin froh, dass du es gesagt hast. Aber beides, wenn man es nicht gut macht, endet beim Anwalt meistens. Beides kann teuer werden. Von dem her ist es ein großer Sprung. Du kannst aber noch kein Lied von singen. Nein, oder? Ich kann das bestätigen. Aber jetzt habe ich unterbrochen. Ich finde den spannenden Gedanken an Fortnite, die Idee, dass diese Gamification natürlich auch dazu führen kann, dass wir Menschen für das Thema Geldanlage anders begeistern können. Es wird ein etwas spielerischer Gedanke. Aber spinnen wir diesen Gedanken noch mal einen Schritt weiter. Kann es sein, dass der Anleger von morgen überhaupt kein Interesse mehr daran hat, dass innerhalb seines Finanzlebens eine Interaktion mit Menschen stattfindet? Also die Idee, dass ein Berater in dieser Interaktion noch stattfindet. Das kann durchaus sein, meiner Meinung nach, oder ist wir stehen ja zum Teil mit unserer neuen Firma. Wenn ich ein bisschen zurückblicke in die Welt des Private Bankings, da ist der Durchschnittskunde wahrscheinlich 50, 60, 70. Der schätzt es sehr. Der Private Banker ist sogar bei Familienfesten eingeladen. Der ist Teil der Familie über Generationen. Das bröckelt. Das haben wir in den letzten 10 Jahren schon in der Bank erlebt, dass die neue Generation, die übernimmt, dann nicht mehr so viel Interesse hat, in einer goldenen Eingangshalle zu stehen. Die wollen wissen, was sie... Die wollen auf der goldenen Couch sitzen natürlich. Die wollen auf der goldenen... Das ist ja vollkommen logisch. Aber die wollen vor allem wissen, was ist der Return und was hat der Vermögensverwalter, was hat er erwirtschaftet. Und ich glaube, das, wenn moderne Tools, es gibt ja auch schon seit längerem jetzt die Robo-Advisor, wenn die Qualität dieser Tools immer weiter steigt, dann ist es natürlich eine große Konkurrenz. Noch ist es vielleicht nicht so weit, aber eben genau mit den modernen Technologien, wo wir vielleicht dann noch das ein oder andere detailliertere Wort verlieren, da wird es dann wirklich spannend. Ja. Als wir recherchiert haben, wen finden wir denn jetzt zum Thema künstliche Intelligenz und Fondsmanagement und Asset Management, dann googelt man so durch die Weltgeschichte rum, gibt es ein paar in New York, mittlerweile auch ein paar in Asien und es gibt einen in der Schweiz. Ihr seid in dem Bereich sehr weit vorne und ich finde diese Kombination zwischen 15 Jahre und mehr als 15 Jahre Erfahrung im Private Banking und dann die Seiten zu wechseln und im Prinzip künstliche Intelligenz mit zu implementieren. Erklär du uns genau, was ihr machst, aber so wie ich das verstehe, augmentiert ihr, also verlängert ihr quasi, ihr erweitert die Leistungsfähigkeiten des traditionellen Vermögensverwalters und Fondsmanagers. Ja, genau. Also vielleicht ein Step back. Um das zu starten, braucht es ein sehr gutes Team und da braucht es keine guten Banker, die braucht es dann, um die um die Banking-Algorithmen dann zu verfeinern, aber es braucht vor allem Technologieexperten und wir sitzen in der Schweiz, wir sitzen jetzt so weit weg von Genf, da ist das CERN, das Forschungszentrum und unser Technologiechef, der kommt da raus, der hat 3 Jahre dort seinen Doktor gemacht, hat in Zürich studiert und hat dort, er ist Teilchenphysiker, ist gar kein Banker, er hat dort
eigentlich die Modelle, also wenn die Neutronen sich treffen und alle haben ja nach dem Higgs-Teilchen geforscht, dann gibt es in Millisekunden Terabyte an Daten, Zettabyte an Daten. Das sage ich mir jeden Morgen. Genau, ja. Und die haben Datenmodelle geschrieben, um aus diesem Datenuniversum die richtigen Teile zu finden, was heißt, die schnellsten Supercomputer, die haben 4 Milliarden IT-Budget am CERN, sind nicht in der Lage, alle Daten abzugreifen, selbst jetzt noch nicht. Und das ist einfach ein Baustein und dann noch Mathematiker und Informatiker dazu. Und dann kann man die neuesten Technologien anwenden für diese... Wie hast du das denn für dich selber wahrgenommen, Christoph? Du kommst ja eigentlich aus der traditionellen Welt. Ja, du hast so ein bisschen Technologie mal geschnuppert und bist jetzt Vorstand in einem Unternehmen, das sich sehr intensiv mit Technologie künstlicher Intelligenz beschäftigt. Wie hast du das denn eigentlich wahrgenommen, als jemand, der aus der traditionellen Welt kommt und jetzt in einer Welt voller Raketenwissenschaftler und Physiker arbeitet? Naja, die Idee kommt schon von mir und von meinem Co-Founder in der Schweiz. Wir haben die Finanzkrise natürlich hautnah miterlebt. Mit schon 10, 15 Jahren Erfahrung sind wir da reinmarschiert und haben die großen Drawdowns miterlebt. Und selbst in den Top-Banken, und es war bei dir ja nicht anders an der Wall Street, alles hat damals 50-60% Drawdowns gehabt. Und da haben wir gesagt, hey, es muss doch Möglichkeiten geben, um solche Drawdowns besser zu prognostizieren. War früher bei Bear Stearns, sie haben sogar 100% Drawdown gehabt. Ja, genau, aber wir, ist das klassische Anleger. Sag nicht an mir, um es gleich zu... Ich glaube, wir haben da ein paar andere Immobilien-Spekulanten, die Hände im Feuer gehabt. Wir wollten da ansetzen und sagen, wir wollen ein Risikotool bauen und das mit der modernsten Technologie im Optimum und drum künstliche Intelligenz, das jeden Tag dazulernt. Okay, jetzt habe ich eine Bitte an dich. Hier sitzt jetzt nicht Markus Koch, hier sitzt Sabine. Ne? Also mein Vater ist schon von uns gegangen, leider Gottes, ich nehme jetzt mal meine Mutter. Erklär mal meiner Mutter, welche Aufgabe macht die Maschine bei euch und welche Aufgabe hast du? Ja, ich bin ja in Stuttgart. Meine Mutter bitte, ne? Schleswig, ne? Also dänische Grenze musste... Ich hoffe, der Mutter hat einen Führerschein. Weil ich bin ja in Stuttgart und ich glaube, Stuttgart ist bekannt, dass sie die besten Autos der Welt baut. Mit Mercedes und Porsche kann man sagen, hier ist das Epizentrum der modernen Autos. Und ich glaube, jedes moderne Auto, das hier momentan vom Fließband... Ich spiele die Musik. Ich weiß, es ist unerträglich, mich anzuschauen, aber hier bin ich. Was vom Fließband rollt, hat ein Fahrassistenzsystem. Ja. Ein modernes Auto schaut nach vorne, wenn du nicht aufpasst, es bremst. Ja. Genau das Gleiche wollen wir auch für die Geldanlage. Unser erstes Produkt ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche überwacht es die Kapitalmärkte und es gibt uns ein Signal, wenn da draußen Risiko ist. Und dann bremsen wir. Kann man diesen Überwachungsprozess so erklären, dass es Otto normal versteht, so wie ich zum Beispiel? Was machen die Maschinen genau? Die werten jeden Tag die Indexdaten der 25 größten Indizes der Welt aus. Und sind das Deep Learning Maschinen? Erklär noch mal den Unterschied zwischen Deep Learning und künstlicher Intelligenz, weil ihr arbeitet ja mit künstlicher Intelligenz. Ja, es gibt ja, Deep Learning ist ein Teilbereich. Es gibt das maschinelle Lernen, das Deep Learning und dann kann man es nur untergliedern, aber das will ich hier nicht, es geht zu weit ins Detail. Wir nutzen einen Teilbereich davon, ja, von Deep Learning Tools. Wir nutzen dort Nvidia, das ist die führende Technologiefirma. Wir setzen auf die neueste Nvidia-Technologie auf und da braucht es extrem schnelle Kapazitäten, um eben dann diese Daten, die man jeden Tag sammelt, schnell auszuwerten. Ist das denn eine Erweiterung deiner Fähigkeiten, was die Maschinen hier machen, oder hast du im Prinzip nur noch eine überwachende Funktion? Also wir bauen die Leitplanken, wir bauen den Suchalgorithmus und überwachen dann nur noch das Ergebnis. Greift ihr selber, wenn ein Investment getätigt wurde durch eure Maschinen, greift ihr dann noch ein? Oder seid ihr da sehr konsequent und sagt, nee? Wenn wir sehen, dass alle Parameter im Rahmen sind, greifen wir nicht ein, haben wir keinen Grund dafür. Kann man sich vorstellen, dass wir eines Tages eine vollends autonom fahrende Geldanlage haben werden? Also ohne den Aspekt, dass jetzt Christoph noch da ist und sich das anschaut? Schwierig, weil es natürlich... In dem Bereich, wo wir uns bewegen, Geldanlage, ist natürlich die Regulation ein ganz großes Thema. Also wir arbeiten mit den zwei führenden, mit Berenberg, eine sehr alte Privatbank hier in Deutschland, mit der Universal Investment zusammen. Und der Rahmen ist sehr starr. Ich glaube, es wird lang dauern, bis wirklich end-to-end hier alles vollautomatisiert laufen wird. Aber was schon da ist und was sich verstärken wird, ist dieses Assistenzsystem. Jeder Portfolio-Manager, jeder Fondsmanager, jeder Vermögensverwalter wird sich
immer mehr assistieren lassen, weil die Märkte auch immer komplexer werden. Ich meine, ich schaue oft, was du sagst, 70% Algo-Trader in New York, das schwappt ja global über den Erdball. Das ist ja ein Trend, der eh nicht aufzuhalten ist. Gibt es Aspekte dieses Trends, der auch bedenklich ist, der Risiken mit sich bringt? Jede Technologie bringt Risiken mit. Und wir haben es ja im Flash Crash, was wahrscheinlich eine Auswirkung vom Hochfrequenzhandel ist, ja damals ja eingeführt worden ist. So, die jetzigen Technologien sind noch relativ neu. Wir nutzen sie ja sehr sachte in der Risikoüberwachung. Also wir bremsen ja im Zweifel zu schnell. Und wir sind jetzt hier, da wir auch aus dem Private Banking kommen, sehr auf Wealth Preservation, Vermögenserhalt bedacht in allem, was wir tun. Im Private Banking hast du die Aufgabe gehabt, 2% über Inflation zu erreichen. Und das ist bei uns immer noch so ein bisschen die DNA von der Firma. Erst Vermögen schützen, dann vernünftige Renditen erreichen. Das heißt also, ihr definiert schon noch die Parameter und dann verlängern im Prinzip die Maschinen die Fähigkeiten, Strukturen zu erkennen und Bewegung zu erkennen. Ja, ne? Und setzen das dann aber auch selbstlernend letztendlich gesehen um. Ja. Vielleicht auch noch mal ein kurzes Beispiel auch für die Gäste. Der ein oder andere kennt ja technische Analyse, zum Beispiel gleitende Durchschnitte, Bollinger Bänder, MACDs. Wir haben auf unserer Technologieplattform alle wissenschaftlich approveden technischen Modelle. Und die Plattform nutzt die selbstständig. Also wenn ich jetzt sage, ich will auf dem deutschen Aktienindex ein Sentiment berechnen, ist es positiv oder ist es negativ, dann baut die Maschine anhand der Indexdaten die optimale Wahrscheinlichkeit, ob Investitionsklima da ist oder nicht Investitionsklima da ist. Nehmen wir doch mal ein aktuelles Beispiel. Wir blicken jetzt auf eine sehr volatile Zeit zurück. Das vierte Quartal war ein sehr schwieriges Quartal und das erste Quartal war dann auch wieder genauso extrem, aber auf der positiven Seite. Wie haben denn eure Maschinen in diesem Umfeld performt? Ja, es ist hochspannend und man braucht immer Glück, wenn man ein neues Produkt startet. Mhm. Das haben wir nicht gehabt. Mhm. Wir sind 2 Wochen vorm Nasdaq Drawdown im Dezember gestartet, wo der Nasdaq ja, glaube ich, 12% in einer Woche verloren hat. Aber wir haben das Glück gehabt, dass wir unser Assistenzsystem natürlich gehabt haben, weil wir haben eine Risikowarnung auf dem Nasdaq aktiv gehabt. Das ist am 13. November ist es aktiv gegangen und wir sind am Jahresende mit 0 rausgekommen. Was kann man sagen, 0 ist nicht viel, aber der Markt ist minus 10, minus 18, im DAX minus 18 rausgegangen. Also unsere großen Investoren haben angerufen, die haben meistens 5, 6 Vermögensverwalter, die für sie arbeiten. Not bad, Jungs, der erste Elchtest war schon, sage ich mal, war schon mal bestanden. Ja. Das Produkt gibt es erst seit 4 Monaten. Wir haben jetzt 2% Rendite mit einem fast 1,5%igen maximalen Drawdown, was kein schlechtes Ergebnis war. Was kannst du denn, was die Maschine nicht kann? Und was kann die Maschine, das du nicht kannst? Also die Maschine ist wie ein kleines Kind am Anfang. Also wenn man sich das... Ich habe jetzt ja hier kein PowerPoint, aber man könnte Lernkurven hier zeigen. Gott sei Dank kein PowerPoint. Tod durch PowerPoint. Ja. Na, die Maschine muss das wirklich lernen und je mehr Indexdaten wir haben, darum finden wir auch die amerikanischen Indizes viel besser wie die europäischen Indizes, weil da geht es ja eben, wie es hier auch geheißen hat, in die 20er Jahre teilweise zurück. Also die Maschine lernt wirklich as of day one und dann gibt es ja den Bereich der supervised und unsupervised KI-Systeme, dann wir bewegen uns bei uns stark noch im Supervised-Bereich, also wir schränken dann ein und man sieht dann einfach, dass die Maschine gut lernen kann, aber was sie nicht lernen kann, klar, ist die Intuition, die natürlich der Mensch, für mich ist immer noch so der beste Anleger Stanley Druckenmiller in New York. Hedgefonds-Manager, was für mich weit besser ist wie Warren Buffett und die anderen, der hat praktisch, glaube ich, in den letzten 30 Jahren kein Verlustjahr gehabt. Mhm. Ich glaube, da werden einige Maschinen noch lang trainieren müssen, um solche Legenden dann in den Schatten zu stellen. Das heißt also, aber solche Legenden sind selten, das darf man nicht vergessen. Ne? Das sieht man ja auch an der Performance der mehrheitlichen Fonds, wenn man sie vergleicht mit der Benchmark, die oft hinterherhinken. Aber mich würde noch mal interessieren, die Frage des Ermessens quasi. Ne? Also der Mensch ist ja immer noch in der Lage, auch Abwägungen zu machen, Ermessensentscheidungen zu machen. Das kann die Maschine noch nicht, oder? Wie weit sind wir davon entfernt? Ja, wir haben vor
2 Wochen in Zürich den Professor Dr. Schmidhuber gehabt auf einer Konferenz und unser Technologiechef war dort und hat sich mit ihm austauscht. Und er sagt ja, dass 2050 die Maschinen übernehmen eigentlich. Dann sind die Maschinen auf einer technologischen Basis, dass sie quasi alles können, was wir auch können. Ob das dann wirklich so kommt, ist es für mich, ja, kann ich nicht beurteilen. Momentan sind wir Quantensprünge von so einer Zukunftsszenario entfernt. Aber was wir auch sehen, einer unserer Advisor ist wie im Silicon Valley, er sagt uns immer, hey Jungs, es passiert alles viel schneller, wie wir es eigentlich glauben. Er ist da ziemlich tief in dem Technologiethema drin bei Nvidia und es kommt doch alles dann relativ zügig. Erlaube mir noch eine letzte Frage. Also für mich ist das mit den Maschinen und der künstlichen Intelligenz und die Erweiterung unserer Fähigkeit vollkommen einleuchtend. Das sehen wir ja nicht nur im Bereich des Asset Managements, das sehen wir in vielen Bereichen. Wir sehen das in der Chirurgie, in der Medizin, wir sehen das auch in den autonomen Fahrzeugen, die auf uns zukommen werden. Das kann ich gut verstehen. Für mich ist eine Frage mitentscheidend. Geld hat sehr viel auch mit Vertrauen zu tun. Wie lernt man, einer Maschine zu vertrauen? Und können wir überhaupt noch dieses Vertrauen lernen? Denn künstliche Intelligenz, Deep Learning, wenn man dann nicht wirklich im Thema drinsteckt, ist es eben doch ein Thema, das einem sehr spanisch und sehr, wirklich sehr anders vorkommt. Ja, wir sind gerade im aktuellen Forbes-Magazin auch erwähnt, in einer großen Story. Und Forbes hat von der Explainable AI gesprochen, also der erklärbaren künstlichen Intelligenz. Und das ist auch uns ganz wichtig, weil wir haben große Investoren bei uns und die wollen wissen, wie das System gerade funktioniert. Und wir können ihnen sagen, welche technischen Modelle angewendet werden. Also im Endeffekt sind wir einfach nur ein dynamisches, quantitatives Modell, das nicht durchsichtig ist, aber das nachvollziehbar ist. Also es ist für mich überhaupt keine Gefahr. Also wir im Gründerkreis sind auch voll investiert in unseren eigenen Produkten, weil wir sehen, was wir machen und dass solche Modelle einfach, die müssen kommen, um die Komplexität noch überhaupt zu bewältigen. Die Finanzmärkte sind derart schnell, derart komplex geworden, dass eben so ein Assistenzsystem für uns voll Sinn macht und in den nächsten Jahren ja, für uns Daseinsberechtigung hat. Ja. Christoph, vielen Dank für dein Kommen. Dein Applaus, Christoph. Danke. Lust auf mehr goldene Couch? Kein Problem. Alle weiteren Talks sind für Sie hier verfügbar.